Was ist denn heute los, Leute? Geil! Geil! Jetzt ist hier Jugendsprache-Quiz angesagt, Mann. Die Runde, yo, Bratan, gib ihm. Was ist ein Babbo? Was ist ein Babbo? Ein Zuhälter, ein Boss, Anführer, ein Freier oder ein dicker Mensch? Was ist ein Babbo? Chabos wissen, wer der Babbo ist, Leute. Das ist das Jugendsprache-Quiz. Yes. Was ist ein Babbo? Also, wir haben auf jeden Fall ein paar Jugendliche und Junggebliebene hier. Boss, Anführer ist die richtige Antwort. Und das haben, jawohl. Zwei haben auf dicker Mensch getippt, ein paar haben sich enthalten. Frage Nummer 2. Achtung! Wofür steht die Abkürzung AF? Alle 5, awkward fucking, ass fuck, alles fort. Wofür steht die Abkürzung AF? Alle 5, awkward fucking, ass fuck oder alles fort. Mit Fotzen sind natürlich die bayerischen Kickster-Fotzen gemeint, ne? Ich bin high AF, I'm mad AF, angry AF heißt, ich bin angry as fuck. Das ist die richtige Antwort, jawohl. High as fuck, nächste. Jugendsprache, das ist das Jugendsprachenquiz. Einfach, du, nach das Jugendsprachenquiz darfst du noch mitmachen, aber danach ist dann wirklich für die Schlafzeit. Ja? Dein Test morgen ist wichtig. Also, was bedeutet auf deinen Nacken? Heißt das, du bekommst Schläge, du zahlst, du musst das tragen oder du musst das schwören? Bratan, auf deinen Nacken, Alter! Auf deinen Nacken! Auf deinen Nacken bedeutet das, du bekommst Schläge, du zahlst, du musst tragen oder du musst das schwören? Die richtige Antwort ist... Du zahlst, jawoll! Habt ihr das gewusst oder geraten? Ich habe das nämlich tatsächlich noch nie gehört. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Frage Nummer 4. Frage Nummer 4 im Yo Bratan Gib ihm Jugendsprache-Quiz. Was ist ein Dab? Ein Fingerhof, bei dem der Ringfinger ausgestreckt ist, ein Idiot, eine Tanzfigur, bei der man die Armbeuge genießt oder Hüfttasche für Männer? Was ist ein Dab? Ein Dab. Look at my Dab. Look at my Dab. Ich nehme an, den Dab kennen alle. Minus 11.000 Points. Oha. Es gibt Männerhüfttaschen, Leute. Schauen wir mal, bin gespannt, für was ihr euch entschieden habt. Hüfttasche hat keiner getippt. Ein Idiot. Das ist ein Depp mit E und 2 P. Fingermove, bei dem der Ringfinger ausstreckt ist. Ja, dann würde ich jetzt gerne mal sehen, wie du das... Das hier ist der Depp. Und tatsächlich kommt die Bewegung daher, dass es so, dass man in die Armbeuge genießt. Tatsächlich, schon weit vor Corona. Weit vor Corona, da kommt der Move tatsächlich her. Und ja, Mann. Apropos. Die Menschen leben einen relativ normalen Alltag natürlich hier Corona. Auch noch. Ja, jetzt sind Corona. Was ist ein Gönjamin? Ist das jemand, der sich Luxus gönnt? Ist das jemand, der anderen viel schenkt? Ist das jemand, der bei anderen schnorrt? Oder jemand, der niemandem gönnt? Was ist ein Gönjamin? Richtige Antwort ist ein Gönjamin. Wenn ich sage, ich mache mir heute einen Gönjamin-Tag, dann gönne ich mir selber. Mir selber, Leute. Jemand, der sich selber Luxus gönnt. Da sagt man Gönjamin. So, man gönnt sich. Man gönnt sich ja sonst nichts, Leute.
Jetzt nächste Frage. Achtung, jetzt aber wirklich. Egal was passiert. Nächste Frage, hier ist sie. Nächste Frage. Was bedeutet lit? L-I-T. Let it toast, love is timeless, verschwendet oder sehr cool? Lit. Was ist lit? Bedeutet das let it toast, love is timeless, verschwendet oder sehr cool? Nein, lit. Lit, das kommt von angezündet. On fire, geil, cool. Heißt, es ist einfach nur ein weiterer Ausdruck für geil, hammer, krass, yeah, fett. Lit. Lit, sagt man heutzutage. 9 haben das richtig. Lit S. Genau. Lit AF heißt hammerkrank geil. Lit AF. Lit S fuck. Hier ist die letzte Frage im Quiz, yo Bratan. Wie hieß es? Ich weiß nicht mehr. Letzte Frage, Leute. Volle Konzentration. Jetzt schnell lesen und dann ganz schnell klicken. Aber dazwischen. Bitte versucht nachzudenken. Letzte Frage. Sheesh. Sheesh bedeutet so viel wie. Wirklich? Echt? Krass. Bäh, bah, ekelhaft. Verzieh dich hier ganz schnell oder ich bin sowas von high. Sheesh. 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 Okay, sheesh, meine Damen und Herren, bedeutet. Sheesh. Jemand sagt was? Und der andere sagt, sheesh. Das bedeutet wirklich so viel wie, hä, was, echt? Krass, erzähl nichts. Wow, krank, Alter, sheesh. Jawohl, sehr gut. Und eine einzige Person dachte, es bedeutet... ekelhaft. Das konnten treue Zuschauer dieser Sendung ausschließen. Sehr gut, Leute. War eine gute Runde.